Das Einritzen der Backsteine in die Platte geht weiter. Zunächst muss ich hier noch weiter die Marken einsetzen. Vier, acht, zwölf, 16, 20, 24, 28, 32, 36, 40, 44, 48, 52, 56, 60, 64, 68, 72, 76, 80. Vier, acht, zwölf, 16, 20, 24, 28, 32, 36, 40, 44, 48, 52, 56, 60, 64, 68, 72, 76, 80. Vier, acht, zwölf, 16, 20, 24, 28, 32, 36, 40, 44, 48, 52, 56, 60, 64, 68. Jetzt kann es an das eigentliche Einziehen der senkrechten Fugen gehen. Dazu wird jede zweite Fuge eingeritzt oder in jeder zweiten Mauerreihe wird eine Fuge eingeritzt. Und zwar werden die Fugen abwechselnd freigelassen. So ein durchsichtiges Geodreieck hilft dabei schon mal ganz prima, weil man sofort auf Anhieb sehen kann, welche Fugen frei bleiben müssen. Dadurch werden Fehler vermieden.
Jetzt könnte man annehmen, diese Tätigkeit ist nervtötend und langweilig. Aber irgendwie ist das ziemlich entspannt. Man muss überhaupt nicht denken, die Hände sind beschäftigt. Man sieht die Fortschritte. Und natürlich gibt es etwas Interessanteres zu tun. Aber auch das muss ja nun getan werden. Es war mir hier schon zu erkennen, dass ein Kreuzerband entsteht. Und Reihe für Reihe. Die Sache angegangen. Und irgendwann kommt dann der Zeitpunkt, wo der Wunsch immer stärker wird, endlich bitteschön etwas anderes zu machen. Dieser Zeitpunkt ist jetzt gekommen. Nachdem das Dach verklebt wurde, oder besser gesagt, die Deckenplatte mit den Dachträgern und auch die Bodenplatte schon verklebt wurde, wird es jetzt an der Zeit sein, die Fassade mit den Seitenwänden zu verkleben, die sie stützen wollen. Gucke nochmal nach, das ist die Rückseite, und zwar rechts, sodass die Seitenwand also hier angeklebt werden soll. Das Ganze muss natürlich möglichst glatt erfolgen und senkrecht. Von daher mache ich mir einen Arbeitsplatz dafür fertig und nehme mir dazu zwei Winkel. So, damit kann ich den Kleber schon mal fertig machen.
jetzt muss ich ein bisschen aufpassen, den Kleber wirklich nur sehr dünn drauf aufzutragen. Nach Möglichkeit in einem Film zu verreiben, der nicht mehr herausgequetscht wird. Denn dieses Pronalzeug wird ein bisschen merkwürdig, wenn es mit Eisen in Verbindung kommt. Und die Winkel da vorne sind ja nun aus Eisen. Also mache ich den größten Teil davon wieder ab. Dadurch wird es auch schneller trocken. Und setze die Seitenwand an. Festdrücken. Jetzt reicht schon allein die optische Kontrolle. Es bleibt kein Spalt. Oben und unten schließt es bündig ab. Das sieht alles schon sehr gut aus. Ich muss nur noch verhindern, dass sich dieses Teil während der Trocknungszeit in die falsche Richtung neigt. Dazu benutze ich einfach mal das Geodreieck. So, dieser kleine Druck wird schon ausreichen, um das stabil zu halten. Nochmal andrücken. Von diesem Moment an kann man es eigentlich nur noch in Ruhe trocknen lassen. Das sind die kurzen Seitenwände. Das dürfte die zweite lange Seitenwand sein. Gut. Die Anzahl der freien Teile wird immer kleiner und kleiner. Und die Anzahl der schon verklebten Teile immer größer und größer. Ein bisschen aufräumen, schaffe ich mir wieder den nötigen Freiraum. Noch ein letztes Mal kontrollieren. Ja, das sieht gut aus. Und jetzt keine Bewegung mehr im Raum, bis das angezogen hat.